Hallo bei uns in der Küche. Wir werden heute einen österreichischen Klassiker zubereiten. Das ist nämlich meine Heimat. Und zwar machen wir einen Topfenknödel mit einer Paprikacreme und Pilzen dazu. Und für unser Gericht benötigen wir Topfen, sprich Quark in Deutschland, frische Eier, Zwiebeln, Zitronen, Orangenabrieb, natürlich die frischen Pilze, frische Paprika und ein paar frische Kräuter und Gewürze. Wir starten mit der Paprika. Und zwar machen wir hieraus eine Paprika-Creme und dass wir die Haut gut abkriegen, werden wir die jetzt ein bisschen abbrennen. Das macht man am besten im Ofen auf Grillstufe und wir haben da so einen speziellen Ofen für und lassen die jetzt richtig schwarz werden und außen die Schale verbrennen. Dann haben wir nicht so viel Fleischverlust. In der Zwischenzeit fangen wir an und machen unseren Topfenknödel. Hier haben wir ganz normalen Magerquark in ein Leintuch eingewickelt. Und das drücken wir jetzt einfach ein bisschen aus, damit der Quark Flüssigkeit verliert und unser Knödel am Ende zwar luftig wird, aber trotzdem fest. So, dann schauen wir mal rein. Wenn der Quark außen leicht fest ist, dann ist genau richtig. Wir geben den Quark jetzt, den ausgedrückten, einfach in eine Schüssel. Und dann kommen laut Rezept die anderen Zutaten noch dazu. Da benötigen wir 2 frische Eier, ein Vollei, ein Eigelb, ein bisschen grobes Semmelmehl, und glattes Mehl. Wir verwenden hierfür weißes Semmelmehl, sprich wir entrinden das Ganze und reiben es dann grob auf der Reibe. Das macht den Teig einfach nochmal ein bisschen lockerer und natürlich ein bisschen heller. Jetzt geben wir unsere Aromastoffe mit dazu. Ein Topfenknödel, normalerweise Vanille, Zitronenabrieb, Zucker. Wir machen jetzt natürlich eine herzhafte Variante. Deswegen geben wir ein bisschen Thymian mit rein, Salz, Pfeffer und trotzdem ein bisschen Orangenabrieb. Orange passt sehr gut zu Pilzen. Und um das Ganze harmonisch zu machen, machen wir natürlich hier den Topfenknödel jetzt auch ein bisschen Orange mit rein. Dann rühren wir das Ganze nur noch durch. Schön locker, nicht zu stark drücken, dass wir nicht noch mehr Wasser aus dem Quark rausdrücken. Dann stellen wir das Ganze kurz kalt und dann braucht man nur noch Knödelformen und diese abkochen. So schaut das Ganze wirklich prima aus. Zum Gericht gibt es einen Pilzsud, den wir aus den Resten der Pilze herstellen, die wir beim Putzen gewonnen haben, und noch ein bisschen frische Champignons mit dazu machen. Und zwar benötigen wir dazu nur Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, die Pilzabschnitte. Und was wir vorhin im Bild nicht gesehen haben, ein bisschen frischen Apfelsaft und ein bisschen Brühe. Da kann man nehmen, was man will, ob Geflügelbrühe, Rinderbrühe. In unserem Fall jetzt machen wir ein vegetarisches Gericht, deswegen nehmen wir Selleriebrühe. So, wir schneiden die Zwiebel nur grob klein. Den Knoblauch drücken wir wirklich nur an, damit das Aroma rauskommen kann. Dann rösten wir das Ganze nur kurz an und geben dann die Pilze dazu. Wir wollen wirklich nur eine leichte Röstung erzielen, dass das Ganze nur zu deftig wird, sondern eine Leichtigkeit auch noch behält. Und da gefällt uns das schon wunderbar. Die Aromen sind raus. Jetzt geben wir die Pilze mit dazu. Die Abschnitte vom Putzen vorhin. Nehmen noch einen frisch gepflückten Champignon. So. Was bei so einem Sud jetzt wichtig ist, dass wir die Gewürze auch gleich mit dazu geben. Ja? Hier haben wir jetzt Wacholder, Piment und Pfefferkörner. Die geben wir jetzt schon mit dazu und lassen sie leicht mitrösten, damit sie Geschmack entwickeln können. Bei Pilzen immer ruhig mit großer Hitze und nicht so viel Fett arbeiten. Man hört es. Sie fangen schon an zu schwitzen. Dieses quietschende Geräusch. Ja. So, und wenn das ist, geben wir den Apfelsaft mit dazu und füllen das Ganze mit Brühe auf. Nicht zu viel, dass wir auch wirklich eine schön intensive Pilzbrühe am Ende haben. Salzen tun wir ganz am Ende, weil wir nie wissen, wie stark wir das Ganze reduzieren und dass uns das dann nicht zu salzig wird. Schauen wir nochmal zu unserem Paprika. Die Haut sieht jetzt richtig schwarz aus. Auf der einen Seite braucht es noch ein bisschen. Paprika sind jetzt soweit, sind ringsrum schön dunkel und man sieht, die Haut quellt richtig auf. Jetzt geben wir sie in kaltes Wasser. Das dient zum einen, dass man sie natürlich besser anfassen kann und dass sie sich nochmal ein bisschen zusammenzieht. Man kann das ganz einfach runterschälen, ohne Probleme, und hat dann wirklich nur den Verlust der Haut. Macht das Ganze dann deutlich verträglicher für den Magen und angenehmer zu essen.
So, jetzt haben wir unsere Paprika enthäutet, sprich das schlecht Verdauliche haben wir weg. Jetzt schneiden wir das Ganze nur noch auseinander, nehmen das Kerngehäuse raus und dann schneiden wir schön klein, dünsten es in der Pfanne an, ohne Flüssigkeit, um dann eine schöne Paprikacreme zu erzielen. Wenn ein paar Kerne noch dabei sind, macht das gar nichts. Es kommt nachher nochmal alles durchs feine Sieb. Aber das Gröbste an Haut und Kern sollte entfernt sein, weil immer Bitterstoffe mit drin sind. So, dann nehmen wir wieder eine kleine Zwiebel mit dazu, einfach um noch mehr Geschmack im Gericht zu haben. Geben wir die Zwiebel zuerst rein, braucht ein bisschen mehr Hitze. Ganz wenig Fett, braucht man nicht viel. Und dann können wir schon unsere Paprika mit dazugeben. So, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, wir salzen nicht vorher. Da machen wir jetzt so eine Art Püree oder Creme. Deswegen können wir ruhig ein bisschen salzen, weil wir das nicht so stark einkochen. Und dann lassen wir das in sich weich dünsten, ohne Flüssigkeit. Paprika hat genug Eigensaft und dann pürieren wir das Ganze. Jetzt haben wir hier unseren Pilzfond ca. 10 Minuten leicht köcheln lassen. Jetzt geben wir noch ein bisschen getrocknete Pilze mit zu. Das machen wir immer in der Pilzzeit. Die Pilze, die wir nicht brauchen oder gerade so Herbsttrompeten, die super für Eintöpfe oder Suppen sind, die trocknen wir uns weg, weil dann haben sie noch mehr Kraft. Und dann geben die nochmal ein schöneres Aroma ab. Und ein bisschen Thymian geben wir jetzt noch mit zu. So, das lassen wir jetzt einfach noch 5 Minuten ziehen. Und dann ist unser Pilzfond soweit fertig. So, unsere Paprika hat jetzt in sich gedünstet. Jetzt ist die schon weich. Die werden wir jetzt einfach in einen anderen Topf, wo wir schön mixen können, umfüllen. Die Butter, die wir hier zumachen, ist einfach, um nochmal ein bisschen Bindung und ein bisschen Cremigkeit zu kriegen. Bis jetzt haben wir ja sehr mager gekocht. Und jetzt können wir ruhig ein bisschen deftiger werden. Jetzt drücken wir das Ganze, gehen wir jetzt einfach durch ein feines Sieb, um eine schöne glatte Creme zu haben. Dann haben wir eine schöne, schmackhafte, gut verdauliche Paprikacreme. So, dann kommen wir jetzt noch zu unseren Topfenknödel. Den Teig haben wir kalt gestellt. Jetzt drehen wir da einfach Klöße von. Wenn der Teig noch leicht klebrig ist, ruhig die Hände ein bisschen feucht machen. Dann backt er nicht so leicht an. Jetzt haben wir hier einfach Wasser, das leicht siedet, nur leicht gesalzen und sonst braucht man nichts weiter für. Wir machen jetzt eher kleinere Knödel. Lieber geben wir einen mehr. Aber es sieht immer ein bisschen ästhetisch aus, wenn es nicht ganz so viel ist. Die kann man auch super vorher schon vorbereiten, in den Kühlschrank stellen und dann abkochen, wenn man sie braucht. So, jetzt haben wir 5 Minuten um. Unser Pilzsud ist jetzt nochmal gezogen. Das heißt, die getrockneten Pilze, der Thymian, hat nochmal ein bisschen Geschmack abgegeben. Und jetzt geben wir das Ganze durch ein feines Sieb. Das ist ganz einfach so ein Suppensieb. Oder auch eine alte Windel, irgendwas, was schön fein ist und nicht zu viel durchlässt. Und dann sind wir schon im Finale. Unsere Knödel ziehen leicht, wir haben die Paprikacreme, wir haben den Pilzsud und zum guten Glück fehlt uns jetzt nur noch die frischen Pilze. Dafür nehmen wir Steinpilze heute und Pfifferlinge. Und da zeige ich jetzt nur, wie man das richtig zubereitet. Weil wir zwei Pilze haben, die eine unterschiedliche Garzeit haben. Steinpilze, ein bisschen größer, ein bisschen fleischiger, deswegen brauchen sie auch ein bisschen länger. Deswegen fangen wir mit denen an. Geputzt hat man sie vorhin schon, brauchen wir sie eigentlich nur noch in die Pfanne geben. Wir brauchen kein Fett und gucken, dass die Pfanne schon schön heiß ist. Ja, das hört man am Geräusch und wenn wir die Pilze reingeben, auch gleich ein bisschen, dass ein bisschen Qualm hochkommt. Pilze am besten immer nicht in zu viel Fett braten, das Fett wirklich immer erst zum Schluss dazugeben. Sonst frittieren sie so aus und werden trocken. Das Ganze lassen wir jetzt 2 Minuten einfach vor sich hin braten. Jetzt haben wir die Steinpilze ja schon in der Pfanne und man riecht jetzt, sie haben schon ein tolles Röstaroma. Man sieht es auch, eine schöne Bräunung. Ein Steinpilz liebt es auch, wenn er schön dunkel gebraten wird. Fast wie Grillen. Ja? Und jetzt, wenn wir es umdrehen, ist auch der Moment, wo wir die Pfifferlinge mit dazugeben. Jetzt sind wir ungefähr bei einer Garzeit, sprich das Ganze noch 2 Minuten schön in der Pfanne. Bei mittlerer Hitze nachbraten, da geben wir gleich ein bisschen Knoblauch angedrückt einfach mit dazu fürs Aroma. Und ganz zum Schluss würzen wir das Ganze erst mit Salz, ein bisschen Butter
Und ganz wichtig, noch ein bisschen Zitronenabrieb für die Frische. So, man hört jetzt, kommt jetzt langsam die Flüssigkeit von den Pilzen raus. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie von der Garstufe her gut sind. Jetzt gehen wir sie nur noch ans Finish. Ich habe jetzt die Pfanne ausgeschalten. Jetzt geben wir noch ein Stück gute Butter dazu. Man sieht, die Pfanne ist schön heiß. Geben wir noch ein bisschen Thymian fürs Aroma und ein bisschen Salz mit hinzu. So, jetzt sieht man, wir haben keinen Flüssigkeitsverlust von den Pilzen. Sie haben eine schöne Farbe, aber sind trotzdem noch saftig in der Mitte. Und wenn das Ganze ein bisschen runtergekühlt ist, dann geben wir unser Zitronenabrieb zu den Pilzen. Da wir das Ganze jetzt schön auf dem Teller anrichten möchten, lasse ich die Pilze einmal auf Krepppapier kurz abtropfen. Ansonsten werde ich die Butter mitessen will, einfach so gerne mit auf den Teller packen. Unsere Paprikacreme ist fertig, unser Pilzhut steht, die Topfenknödel schwimmen oben und sind gar und unsere Pilze sind gebraten. Das ist unsere Paprikacreme, die richten wir jetzt ganz unten im Teller an. Das Gericht ist ja ein vegetarisches, ein bisschen eine Anlehnung an die österreichische Küche mit regionalen Produkten. Nehmen wir die Topfenknödel aus dem Wasser, lassen sie kurz ein bisschen abtropfen. Dann haben wir unseren Pilzfond, der schön intensiv ist durch die getrockneten Pilze, die noch drin sind. Und unsere herrlich gebratenen Pilze. Und jetzt vollenden wir das Ganze noch. Und zwar haben wir hier wieder diese Weißbrotbrösel, einfach mit ein bisschen Kräuter gemischt, dass wir ein bisschen was Knuspriges noch oben drauf haben. Dann nehmen wir sauer eingelegte Schalotten, um noch ein bisschen Säure zu erzeugen. Verteilen wir noch ein bisschen auf dem Gericht. Dann haben wir hier noch fette Henne, ein Kraut aus dem Garten, was natürlich nochmal Geschmack und ein bisschen optische Reize bringt. Streuen wir einfach drüber. Und ganz nach Belieben, je nachdem, wie frisch man es gerne hat, ein bisschen Zitronenabrieb. So, dann sind wir jetzt am Ende angekommen für unser Gericht. Topfenknödel mit Paprikacreme und frischen Pilzen. So, und dann wünschen wir einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de